Ich war erstmal baff. Ich habe erstmal, haben die irgendwie falsche E-Mail verschickt. Und dann habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Am Anfang konnte ich es irgendwie gar nicht glauben und dachte, okay, ich mache die wieder zu und mache jetzt gerade was anderes und dann öffne ich sie wieder und lese es mir nochmal in Ruhe durch. Da wäre ich fast vom Stuhl gekippt, dass es tatsächlich da irgendwie geklappt hat. Das war echt super. Ich habe mich dann hingesetzt und den Text einfach mal runtergeschrieben und hatte den dann, ich glaube, nur meiner Schwägerin zum Probelesen vorgelegt. Einfach jemanden Fachfremdes und habe ihn dann relativ schnell eingereicht. Auf der einen Seite war es halt sehr anspruchsvoll, die Komplexität der Forschungsergebnisse runterzubrechen und auch gute Beispiele zu finden, um es jedem greifbar zu machen. Was habe ich da eigentlich die letzten 3,5 Jahre getan? Der Klartextpreis ist das älteste Projekt der Stiftung und wird, glaube ich, seit 1997 verliehen. Die Idee damals war, Wissenschaft verständlich zu kommunizieren, noch bevor es den Begriff Wissenschaftskommunikation überhaupt gab. Wir wollen einfach junge Wissenschaftler motivieren, sich klar und verständlich auszudrücken, ihre Wissenschaft in einfachen Worten auch dem Laien zu erklären. Hast du da auch Widerstand erlebt in deiner Forschungsarbeit? Häufig, wenn man so im Badesee ist, kommen dann Leute vorbeigeschwommen und fragen, ob man noch schwimmen kann und wie die Wasserqualität ist. Aber es gibt natürlich trotzdem immer wieder Fälle, wo dann Leute vorbeikommen und sagen, Klima ist doch alles Mist und ihr lügt doch alle und überhaupt. Und dann ist man irgendwie so aufgeschmissen. Das war auch einer der Gründe, warum ich hier mitgemacht habe. Mhm. Einfach, dass man weiß oder vielleicht lernt oder Möglichkeiten findet, wie man auf so Leute eingeht. Also bisher ist mir keine Lösung eingefallen oder aufgefallen und man ist dann immer so ein bisschen konsterniert. Aber ich meine, wir sehen es ja jetzt auch bei den aktuellen Debatten, das ist ja nicht nur beim Klimawandel so. Ja, ist Teil von Wissenschaftskommunikation, dem ausgesetzt zu sein. Wir bilden ein fantastisches Netzwerk inzwischen und natürlich hat jeder, der sich hier bewirbt, die Möglichkeit, an einem Workshop Wissenschaftskommunikation teilzunehmen. Das ist, glaube ich, bei einigen sogar die Hauptmotivation, erstmal sich zu bewerben, weil das hat er ja in jedem Fall. Und wenn dann noch on top der Preis kommt, wunderbar. Jeder darf an den Workshops teilnehmen, wo ich dann auf jeden Fall auch noch was lerne. Und dass jetzt noch ein Video, super schöne Fotos und ein Preis bei rumgekommen ist, das war ein Sahnehäubchen on top. Was ist, wenn diese Maschinen irgendwann im Kollektiv feststellen, dass der Mensch in dem Ganzen nur stört und es ohne ihn leichter wäre? Das ist jetzt eine schwierige Frage. In einem neuen Klartextpreis-Magazin hat der Herr Drosten gesagt, wenn man nicht ein Experte auf diesem Gebiet ist, soll man sich möglichst zurückhalten, dort als Experte aufzutreten. Das ist jetzt eine Frage, die sehr viel ethische, moralische, soziale, aber auch künstliche Intelligenz, was in der Informatik nicht mein Fachgebiet ist, beinhaltet. Persönlich, als Privatperson mache ich mir darüber nicht große Sorgen. Michaela, wenn du so intensiv mit diesem Keim arbeitest, besteht da auch die Gefahr, dass du dich selbst infizierst? Das ist eher unwahrscheinlich. Zum einen ist der Keim hauptsächlich gefährlich für immunschwache Menschen, die zum Beispiel Menschen auf Intensivstationen oder nach Operationen. Und zum anderen arbeite ich natürlich in einem sehr speziellen Labor und somit ist die Infektion sehr unwahrscheinlich. Wieso ist es so relevant, überhaupt Alternativen zu Antibiotika zu finden? Ja, das Problem bei Antibiotika ist eben, dass sie Bakterien entweder abtöten oder das Wachstum hemmen. Manche Bakterien überleben das und so entstehen gegen jedes neue Antibiotikum immer wieder Resistenzen und die Antibiotika wirken nicht mehr. Und dadurch brauchen wir unbedingt neue Wirkstoffe, die eben ganz anders funktionieren als die Wirkstoffe, die es schon gibt. Herzlichen Dank, Dr. Michaela Protiva. Sie war eine der ersten Doktoranden in meiner Arbeitsgruppe und ich bin natürlich sehr stolz, dass sie den Preis gewonnen hat. Und ich denke, das ist einfach ein ganz toller Meilenstein, so wie es auch für mich war, als ich ihn damals gewonnen hatte, der einem dann viele Türen öffnet und auch hoffentlich eine schöne Wissenschaftskarriere den Anstoß dafür
bereitet. Sind Sie der Meinung, dass Dr. Sebastian Goderbauer den Klartextpreis verdient? Wer ist der Meinung, ja, er verdient ihn? Dankeschön. Wer ist der Meinung, nein, er verdient ihn nicht? Das war jetzt wirklich sehr leicht. Da geht es jetzt nur um Ja oder Nein und nicht zum Beispiel wie bei einer Bundestagswahl um viele verschiedene Optionen, um verschiedene Parteien und Kandidaten, die in unterschiedlichen Wahlkreisen gewählt werden. Kombinatorische Explosion, schöne Formulierung. Bei all diesen Möglichkeiten hast du tatsächlich die eine ideale Neuverteilung herauskristallisieren können? Ja, ich muss jetzt erstmal meine Gefühlsexplosion verarbeiten, weil ich den Film jetzt auch zum ersten Mal gesehen habe. Da kommt noch mehr Gefühl. Ja, meine Tochter freut sich auch. Ah, schön. Die jubelt. Was heißt Respekt, starke Leistung auf Japanisch? Otsukaresama desu. Das gilt dir. Vielen herzlichen Dank, Dr. Erika Zingos. Keine der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Max Planck, Helmholtz, Leibniz, Fraunhofer, wurde je von einer Frau geleitet. Die Frauenquote des Chemie-Nobelpreises hat sich in dieser Woche auf 3,8% erhöht. Wie divers also ist die Wissenschaft? Nicht besonders. Wäre denn die ideale Zusammensetzung in der Wissenschaft eine, die den Querschnitt der Gesellschaft abbildet? Ich glaube, man kann das nicht vorgängig machen. Mhm. Nach dem Motto, dieses Jahr geht der Nobelpreis aber Hälfte, Hälfte an die Frauen oder an Menschen aus diesen oder jenen Ländern. Ich glaube, Diversität ist etwas, was sozusagen entstehen muss, weil die Institutionen das einfach praktizieren. Viele Mitarbeiter, so auch ich in der Stiftung, waren von Anfang an Fans des Podcasts von Herrn Professor Drosten. Und da ist dann relativ zügig im Frühjahr schon die Idee entstanden, dass wir ihn anfragen, ob er gewillt ist, diesen Klartextpreis, diesen Sonderpreis anzunehmen. Und als er Ja gesagt hat, haben wir ihn eben dieses Jahr zum ersten Mal vergeben. Wir wollen sein Engagement, sein Wagnis, sich in die Öffentlichkeit zu begeben, einfach wertschätzen. Hallo Herr Drosten, sind Sie bereit? Ja. Ich würde das so machen, dass wir die ganze afrikanische Problematik erläutern und davor uns aber mit diesen kritischen Äußerungen zu Messzahlen auseinandersetzen. Eigentlich müssten wir auch mal wieder was Unpolitisches machen. Das wäre auch mal nicht so schlecht zwischendurch. Wir sind froh, dass er diese Vorbildfunktion für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übernommen hat, mit ihrer Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu gehen und Wissenschaft zu erklären. Und dann schauen wir mal, ob Herr Drosten auch schon in der Leitung ist. Haben wir ihn auch schon da? Ja, ist schon da. Herr Drosten, dann versuchen wir einmal, Sie mit reinzurufen in unsere kleine Schalte hier. Können Sie uns schon sehen? Ich kann Sie sehen, ja. Ah, auch Ihnen Hallo. Herzlich willkommen in unserer Veranstaltung. Unser Laudator Stefan Detjen, er ist der Chefkorrespondent und Leiter des Hauptstadtstudios von Deutschlandradio. Herzlich willkommen hier in Heidelberg. Wir freuen uns, Sie zu sehen. Applaus. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, diese Laudatio zu sprechen heute Abend. Ich tue das sehr gerne und ich tue das ganz bewusst hier aus der Bundespressekonferenz in Berlin-Mitte. Gegenüber auf der anderen Seite der Spree ist das Bundeskanzleramt und hinter mir das Reichstagsgebäude. Es wäre auch nicht ausreichend gewesen, durch die schlichte Veröffentlichung von Informationen mit der autoritativen Geste eines weltweit anerkannten Wissenschaftlers das fachliche Wissen in die Öffentlichkeit zu tragen, aus dem dann einfach Verhaltensregeln, gesetzliche Normen, behördliche Maßnahmen abgeleitet werden könnten. Von Christian Drosten haben wir ja gelernt, dass auch die Wissenschaft sich erst forschend, diskutierend, selbst lernend in der dynamischen Entwicklung
der Pandemie vorantasten muss. Wissenschaftskommunikation war ja vor der Pandemie auch schon Ihr Thema. Was haben Sie persönlich in diesem Jahr neu gelernt über dieses Feld? Die Art, vielleicht besonders vorsichtig zu kommunizieren, die man eben sich aneignen muss, wenn man eine sehr große Reichweite irgendwann hat, die war mir vorher fremd. Also ich muss schon sagen, also ich habe auch vor der Pandemie immer mal Interviews gegeben und so weiter, aber da habe ich nicht so drauf geachtet, wie etwas, das ich sage, dann aufgenommen oder vielleicht auch verkürzt werden könnte. Da entwickelt man schon mit der Zeit so ein gewisses Gespür dafür, dass man also nicht mehr in Fettnäpfchen tritt. Das ist natürlich auch etwas sehr Schwieriges für Wissenschaftler, die da keinerlei Ausbildung haben und gerade jetzt auch für junge Wissenschaftler, um die es ja hier in dieser Veranstaltung jetzt auch geht, da keine Fehler zu machen. Die Preise stehen ja noch hier. Das ändern wir jetzt aber direkt. Ich darf euch jetzt gleich der Reihe nach noch einmal nach vorne bitten. Erstmal aber Beate Spiegel und Udo Tschirer von der Klaus-Tschirer-Stiftung, die dieses Jahr ohne Handschlag gratulieren werden, ohne die Preise anzufassen, aber von ganzem Herzen. Durch die Mitte. Und auch hier das Siegerlächeln. Christina Eilers arbeitet in den USA und aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen kann sie heute leider nicht bei uns sein. Aber wir schicken ganz herzliche Glückwünsche und Grüße und jetzt gerne auch einen donnernden Applaus nach Massachusetts. Ich kann Ihnen versichern, die Begeisterung ist riesig. Wir freuen uns sehr, dass Sie diesen Preis angenommen haben. Vielen herzlichen Dank.